Wir geben niemals auf. Wir kämpfen bis zum Tod. So sei es. Was? Hätte ich denn gar nicht töten können? Nein! Nein! Kaeris! Nee, aber nicht wirklich, oder? Danke. Ihr wart immer für mich da. Habt mich immer beschützt. An meiner Seite gekämpft. Bitte versprecht mir, dass ihr weiterkämpft. Bitte gebt uns unser fruchtbares Land zurück. Ich werde über euch wachen. Ich... Nein. Sie ist weg. Kraft erweckt. Eure besondere Kraft ist erwacht. Sohn des Drachen. Was? Spezial. Bahamut. Ach, wie cool. Wow. Ein Aufruf. Bahamut, Alter. Ach, ich finde das gerade richtig cool. Wow, 725. Ja, glaub, ihr habt mich geschlagen. Ich werde zum Malerbaum zurückkehren. Und wenn meine Wunden geheißt ist, zerstöre ich diese Welt, die ihr so liebt. Nein, er haut ab. Klaune Stufe 11 erreicht. Toll. Ja, wie jetzt? Bin ich jetzt echt alleine? Ich will da rein. Kann ich nicht. Okay. Ich bin echt alleine. Nein. Kann ich jetzt Bahamut immer verwenden? Nö. So, ich muss mir unbedingt ganz viele Phönix-Daunen und Phönix-Federn und so Zeugs kaufen. Also Phönix-Daunen und... Lass das! Und Tränke vor allem auch und so Zeugs. Vielleicht sollte ich jetzt doch etwas öfter fliehen. Ja, wie zum Beispiel hier. Oder habe ich... Ist vielleicht Bahamut schon verfügbar? Nö. Ich heile mich wieder. Tadada. Ach. Ja, komm. Lass mich doch nicht von so Gegnern hier fertig machen. Weil die glauben zwar, sie können mich alle angreifen, ohne hier Schaden zu nehmen. Da haben sie sich gewaltig geschnitten. Das war jetzt nicht mein Ernst, oder? Nein. Nein, Leute. Es tut mir leid. Ich rede noch groß. Da haben sie sich gewaltig geschnitten, Alter. Ja, sorry. Das kann natürlich manchmal passieren, wenn man zu überheblich ist. Ja, komm, ich laufe jetzt. Nein. Lauf. Lauf. Ja, Death Counter plus 1. Komm, wir hauen jetzt wirklich ab, weil das ist mir jetzt leider zu peinlich. Ich weiß, da haben wir jetzt viel Erfahrungspunkte, verlieren wir jetzt dadurch leider. Aber man kann nicht alles haben. Nein! Ach, hey. Also das bedeutet, in diesem einen Kampf müssen wir sterben, oder wie darf man das verstehen? Angriff! Auf den Todespilz. Magie? Heil? Yay! Angriff! X-Kristall! Angriff! Wieso war der X-Kristall jetzt eigentlich so schwach? X-Kristall! Okay. Ich dachte mir, jetzt kommt noch ein Random Encounter, aber nee. Sieht gut aus. Ihr seid es also, ihr seid... Achso, ihr seid das Böse, das meine Heimat verwüstet. Nennt mich einfach Sephiroth. Ihr seid weit gereist, um mich zu finden.
Aber all eure Mühen sind umsonst, eure lächerlichen Kräfte sind nichts gegen meine eigenen. Ich beweise es euch, und zwar jetzt. Ach ja, jetzt verstehe ich auch die Parallele. Sephiroth, ja klar, Sephiroth, ich finde das Spiel, Alter, ich finde das Spiel einfach geil. So, komm, jetzt verschwenden wir unsere Heiltränke nicht, weil wie es aussieht, können wir hier ohnehin nichts anderes außer sterben. Stirb! Angriff. Ich meine, ich weiß nicht, wir müssen wahrscheinlich schon so lange, bis er einmal sein Kamehame-Dingens macht. Ich merke gerade, Alter, nicht Karrieres, greif jetzt nicht Karrieres an, bitte. Ja, danke. Ach, ey. Heile dich! Sephiroth! Heile dich! Ja. Autsch! Mach das nie wieder. Greif lieber Cloud an. Genau. Heilen. Super. Angriff. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie lange das dauert, bis dieses Kamehame-Dingens-Bombes da kommt. Aber ich glaube, dann können wir eigentlich aufgeben, sobald das kommt. Nein! Das reicht, ich hab genug von euren Spielchen. Kame! Loki, heilen! Tada! Kame! Oh oh. Ah. Ja, wir haben überlebt. Super! Wow. Die Frage ist wirklich, wie lange überleben wir es? Wir spielen jetzt einfach so lange, bis wir es überleben, aber wir nehmen keine Tränke. Ah, der wird immer stärker. Hat er jetzt wirklich mit 34 angegriffen? Habe ich das? Nein? Stopp. Habe ich das richtig gesehen? Ja, der hat wirklich mit 34 angegriffen. Okay. Stirb! Heilen! Nein! Der Kampf kann noch ewig so dahin gehen. Oh. Wollte ich gerade sagen, der Kampf kann noch ewig wieder hingehen, aber wie es aussieht, wie. Kame! Ha! Und jetzt sind wir beide. Oder? Nee, wir leben beide noch. Mit 3 und 1. Ich bin begeistert. Heil! Ich weiß doch nicht, ob es was bringt. Tot. Nein, Cloud ist tot. Oh mein Gott. Warte, ich will mich heilen. Ich heile mich hoch. Autsch! Ich heile mich weiter hoch. Du kannst mir nichts. Nein! Oh. Wir geben niemals auf. Wir kämpfen bis zum Tod. So sei es. Karrieres ist tot. Oh oh. Nein, Karrieres. Danke. Ihr wart immer für mich da. Habt mich immer beschützt, an meiner Seite gekämpft. Bitte versprecht mir, dass ihr weiterkämpft. Bitte gebt uns unser fruchtbares Land zurück. Ich werde über euch wachen. Ich. Ja. Und Cloud hat Tränen in den Augen. Kraft erwecken, genau, super, spezial. Bravo. Ich bin nämlich Sohn des Drachen. Yay! Und bist jetzt tot? Ihr glaubt, ihr habt mich geschlagen. Ich werde zum Mana-Baum zurückkehren. Und wenn meine Wunden geheilt sind, zerstört diese Welt, die es hat. Gut. Super. Ja. So, diesmal sind wir nicht so arrogant und großkotzig und glauben, wir können alles besiegen. Gustav. Ja, gut, das Ding kann ich schon besiegen. Das sollte nicht das Problem darstellen. Hey! 9. Wobei, ich muss eh aufpassen, sonst sterbe ich bei dem auch noch.
Und da laufen wir lieber. Begeben! Lauf, nee, das darf man so nicht sagen. Laut, das ist kein Laufen, das ist gemütliches Walken. Was ist mit dir bitte los? Ich glaub's nicht. Walkt der da einfach gemütlich durch die Gegend? Ah, die zwei Super Mario Pflanzen, das darf man zwar so nicht sagen, aber die kann ich wahrscheinlich auch. Komm, ich heile mich mal eine Runde und dann die besiegen wir jetzt schnell. Ja, ziehen ihn. Oh, jetzt sind wir ganz schön stark. Ja, komm, wir müssen nicht so schnell. Das schaffen wir. Alter, die sind ja wirklich ganz schön stark. Die haben mich vorhin, glaube ich, getötet. Komm, dann nehmen wir jetzt lieber einen Trank. Muss mir unbedingt massiv Tränke kaufen, glaube ich. Angriff! Yay! Nein! Angriff! Yay! So, wo ist das Dorf? Hier ist das Dorf. Schnell, ohne Combat. Ich hab's geschafft, ganz ehrlich. Wieso komme ich jetzt hinten rein? Ich wollte eigentlich vorne rein. Ich muss mich irgendwo heilen auch. Spiel gespeichert. Komm, bevor wir jetzt irgendwas machen, gehen wir ganz schnell rüber, heilen uns, kaufen uns ein paar Tränke und so Zeugs, ne? Und spielen. Nö. Nö, Karten spielen wir nicht. Genau, Phoenix Daune. Kaufen eine und wir kaufen ganz viele Tränke. La 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 la. Genau, wir kaufen so viele, bis wir unter 8000 sind. Sehr gut. Jetzt haben wir wie viel? 13. Ich habe das Gefühl, dass wir alles haben. Oder auch nicht. So, komm her, heile mich. Wir müssen machen beim Aufbrechen und Keris retten. Braucht ihr? Ja, genau. Spielstand speichern wir natürlich auch jetzt. Ja, also es sieht so aus, als würden wir jetzt schon. Gibt's das? Wo ist denn der? Ach so, der Mana-Baum ist ja wieder ganz am Anfang irgendwo, oder? Vor allem, wie die Schritte auch überhaupt nicht zu der Bewegung der Figur dazu passen. Sid, was sagst du da? Dürfen wir ein Luftschiff haben? Kairis mag nicht mehr unter den Lebenden weilen, doch ich spüre ihr Gegenwart. Ich weiß, dass sie Cloud begleitet. Ihre Kraft wird für immer mit ihm sein. Ich kann nicht fassen, dass Kairis tot ist. Das ist ein trauriger Tag für einen Nahen von Aogai. Ihr Tod war nicht umsonst. Sie hatte ihre Kräfte auf Cloud übertragen, damit er die Welt retten kann. Nun seid ihr unsere einzige Hoffnung, Sephiroth zu besiegen. Mit der Kraft von Kairis werdet ihr stark genug sein. Ich glaube an euch. Wir alle glauben an euch. Kommt vorbei, wenn ihr etwas Zeit habt. Vielleicht kann ich helfen. Wir sind alle verdammt. Was? Ja, die meisten von uns glauben an euch. Nicht übel, oder? Gar nicht übel. Ich glaube fest, dass Kairis nicht umsonst gestorben ist. Cloud, ihr müsst zum Mana-Baum aufbrechen und Sephiroth besiegen. Ein für alle Mal. Ich gebe euch mein Luftschiff. Nur damit gelangt ihr zum Mana-Baum. Das Schicksal der Welt liegt in euren Händen, Cloud. Genug gelaufen. Willkommen an Bord von Air Evoland. Schön, ja? Gut, und weil es gerade so spannend ist, mache ich für mich jetzt eine kleine Aufnahmepause. Ihr merkt davon eh nichts, aber ich schon. Und ich will mir ja das, die Spannung nicht verderben. Also, kurze Aufnahmepause. Bis gleich, Leute. Tschö. Und schon sind wir wieder zurück hier bei Evoland. Ja, wir sind in dem tollen 3D-Dorf mit ganz viel 3D und so. Und wir erhalten jetzt, beziehungsweise wir haben jetzt das Luftschiff erhalten. Wenn wir jetzt vor das Dorf rausgehen, was passiert dann? Ein Luftschiff. Wow. Wir können mit dem Luftschiff fast frei herumfliegen. Alter, das ist ja träge, mehr träge als weiß nicht was. Naja, komm. Man sollte sich nicht beschweren, heißt es so schön. Denn wir haben Luftschiff, hey! Schön. Kann man hier wenigstens über die... Gott sei Dank kann man hier über die Bäume drüber fliegen. Das ist auch schon mal viel wert. Ist ja auch nicht fix. So, sehen wir uns hier mal um, was wir hier eigentlich so an Gebieten haben. Oh, und hier ist der Mana-Baum, wie es aussieht. Aber... Nein, liebe Leute, erstmal noch nicht, denn zuvor gucken wir hier nicht nochmal hier. Nein. Zuvor werden wir nochmal ganz kurz. Oder sollen wir das noch machen? Ich weiß ja nicht. Kann ich hier landen? Ja, nö. So kann ich hier nicht landen.
Ah, hier kann ich laden. Das ist interessant. Oh nein, random encounter. Stirb, Empire. Ja. Stirb, genau. Yeah. Wunderbar. Das heißt, bringt mir hier genau Nüsse, habe ich das Gefühl. Ich wollte doch hier ein Geheimnis finden. Ach nee. Nein, daneben. Ja, wir werden jetzt zusehen, dass wir vielleicht noch einen Teil tolle Sachen finden. Aber hier, wie es aussieht, ist nichts außer Random Encounter. Und das nicht wenig. Ja, super. Irgendwie haut das jetzt gerade gar nicht mehr hin. Daneben! Alter. Was soll das bitte? Wieso schlagen wir immer daneben? Ja, jetzt passt es aber. Cool. Ja, sieht so aus, als wäre hier nichts. Ist vielleicht da unten? Hier lang? Dück. Dück. Nö. Ah ja. Dück. Nein. Ich will hier Dödo. Ne, da waren wir schon mal. Da waren wir doch schon mal. Jetzt Moment mal. Alter. Ah ja, das ist das Anfangsgebiet. Okay, ich erinnere mich. Das erste Dorf. Alter, könntest du vielleicht hier irgendwo landen? Lande! Lande! Gut. Ist hier irgendwas? Ich weiß auch nicht, warum, dass ich hier nach Geheimnissen suche, weil ich glaube ja kaum, dass es hier irgendwo Geheimnisse gibt, aber man weiß ja nicht, ne? Angriff! Yay! Ich muss aufpassen, sonst sterbe ich. Spezial! Oh, Mahamut ist wieder ready. Heilen! Autsch! Nein! So. Stirb! Atuin! Spezial! Heilen! Ja. Alles klar. Ja, komm. Lassen wir das Geheimnisse suchen. Wir könnten zwar jetzt auch überall nach Geheimnissen suchen und schauen, wo wir Geheimnisse... was? Ach ja. Gut, ich kann nicht im See landen. Wo wir Geheimnisse finden könnten oder auch nicht finden könnten. Es gibt sicher ein paar Geheimnisse zu finden, aber ich bin einfach zu arrogant, die jetzt zu suchen. Zum Beispiel hier. Haben wir hier schon? Ein weißes Zelt? Ja, toll. Stehe ich auf dem Zelt und komme nicht rein. Ja, ich glaube, da waren wir schon. Ich habe keine Ahnung. Nee, komm. Ich bin hier einer der letzten reisenden Händler. Ein Nachfahre des legendären Dorneko. Doch jetzt bin ich völlig ausgeruht. Seit Tagen habe ich nicht gegessen. Wenn ihr mir etwas gutes Fleisch bringen könnt, werde ich etwas Nettes für euch springen lassen. Fleisch habe ich aber nicht. Wo könnte man den jetzt Fleisch besorgen? Haben wir in dieser Höhle schon? Ja, komm. Jetzt ist auch schon egal. Jetzt gucken wir in diese Höhle rein. Nein! Immer diese Random Encounter. Werde euch töten. Da! Daneben. Haha. Gut. Ich meine, ich könnte ja auch Bahamut mal rausfetzen. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, weil dann müsst ihr aufbewahren. Und rein. Ihr habt den Schrein des Bahamut gefunden. Oh. Schrein des Bahamut klingt prinzipiell vielversprechend und gefährlich. Nein, nicht. Ja, super. Alter, wie weit willst du mich denn? Ja. Oh, hallo. Nein, nein, bitte, bitte nicht. Bitte alles, nur nicht solche. Stirb, stirb. Huch.
ich laufe immer wieder mitten rein. Das ist schon interessant. Ich mache mir gerade leicht Sorgen. Ich höre es donnern draußen. Oder ist das nur... Jetzt muss ich mir kurz den Kopfhörer ein bisschen wegtun. Ich habe es donnern gehört. Donnergrollen. Das, obwohl es schneit wie verrückt. Dinge passieren. Merkwürdige Dinge. So, jetzt sind wir wieder hier am Foyer, oder? Ja, das war der Eingang. Krüge zum Zerschmeißen.